This morning, NASA plans to unveil a scientific breakthrough that could solve what is being called the Mars mystery. There's snow, there's climate, there's weather on Mars. Einst glaubten Astronomen, dass die Marsoberfläche von Kanalsystemen durchzogen ist. Das wiederum nährte die Spekulationen, dass der Mars wie die Erde Leben beherbergen und eine einheimische Zivilisation beherbergen könnte. Als jedoch menschliche Satelliten und Rover begannen, den Planeten zu überfliegen und zu erforschen, verblasste dieses Bild vom Mars und wurde durch die Vorstellung ersetzt, dass der rote Planet eine kalte, ausgedörrte und leblose Umgebung ist. In den letzten 2 Jahrzehnten haben Wissenschaftler jedoch viel über die Geschichte des Mars gelernt, was auch diese Sichtweise verändert hat. Wir wissen auch, dass der Mars heute zwar außerordentlich kalt, trocken und unfreundlich ist, dies aber nicht immer der Fall war. Außerdem haben wir herausgefunden, dass Mars und Erde auch in ihrer heutigen Form viele Gemeinsamkeiten haben. Aber was ist mit der mysteriösen 2000 Kilometer langen Wolke, die jeden Tag auf dem Mars erscheint? Ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass auf dem Planeten etwas vor sich geht, das zukünftigen Kolonisten oder möglicherweise der Menschheit eines Tages helfen wird? Bleibt dran, denn wir verraten euch alles, was ihr über die rätselhafte 2000 Kilometer lange Wolke auf dem Mars wissen müsst. Erde und Mars sind Nachbarplaneten im Sonnensystem, die einige Eigenschaften wie die Gesteinszusammensetzung gemeinsam haben, sich aber in anderen Bereichen wie Größe und Temperatur unterscheiden. Obwohl die Erde und der Mars aus den gleichen Materialien bestehen, unterscheiden sie sich in ihren Anteilen. Es wird auch angenommen, dass die beiden Planeten etwa zur gleichen Zeit entstanden sind, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Während es auf der Erde viele Formen von Leben gibt, ist nicht bekannt, ob es auf dem Mars welche gibt. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation sollen sowohl die Erde als auch der Mars vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus einer riesigen Wolke heißer Gase entstanden sein, die die Sonne umgab. Seitdem haben sich beide Planeten allmählich abgekühlt und sich zu den kugelförmigen Gebilden entwickelt, die wir heute sehen. Beide Planeten haben eine harte äußere Kruste und dichte Kerne. Außerdem spielte Wasser in der Geschichte beider Planeten eine Rolle. Der Mars ist fast doppelt so groß wie der Mond und etwas mehr als halb so groß wie die Erde. Der Durchmesser des Mars beträgt etwa 6.786 Kilometer im Vergleich zu dem der Erde, der etwa 12.756 Kilometer beträgt. Außerdem hat die Erde eine 10-mal größere Masse. Aufgrund seiner viel geringeren Größe und Masse kühlte der Mars nach seiner Entstehung schneller ab als die Erde. Seine geringe Schwerkraft führte auch zu einem schnelleren Verlust von flüchtigen Stoffen wie Wasser und Gasen. Der Mars hat eine relativ dünne Atmosphäre, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht. Ohne eine Atmosphäre, die ihn vor Wärmeverlusten schützt, sind die Temperaturen auf dem Mars viel kälter. Laut NASA Quest liegt die Durchschnittstemperatur in den mittleren Breitengraden bei minus 50 Grad Celsius. Nachts kann sie auf bis zu minus 60 Grad Celsius fallen, während die Tageshöchsttemperaturen bis zu 0 Grad Celsius erreichen können. Außerdem wurde entdeckt, dass Vulkangestein 60% der Marsoberfläche bedeckt. Es wurde entdeckt, dass es unter der Oberfläche des Planeten gefrorenes Wasser, den sogenannten Permafrost, gibt, aber seine genaue Lage ist unbekannt. Ein weiterer Grund, warum die Forschung fortgesetzt wird, ist die Frage, ob es einen Weg gibt, den roten Planeten aufzuheizen und ihm Leben einzuhauchen. Wenn man die Geschichte der geheimnisvollen Wolke auf dem Mars zurückverfolgt, die 2000 Kilometer lang sein soll, stellt man fest, dass sie alle paar Jahre im Sommer oder Frühling erscheint und dann wieder verschwindet. Astronomen haben diese Wolke 2009 mit der Kamera eingefangen, aber es war schwierig herauszufinden, warum sie sich bildet oder warum sie erscheint und verschwindet. Trotzdem wurde eine Studie durchgeführt, bei der Beobachtungen mit einem hohen Auflösungsgrad verwendet wurden. Diese Studie analysierte das Auftreten und die Eigenschaften von historischen Wolkenmustern und lieferte eine sehr plausible Theorie. Und so funktioniert es. Jedes Jahr beginnt die ausgedehnte Wolke im Sommer oder Frühling auf der südlichen Hälfte der Marshalbkugel, also auf dem Arsia Mons, Gestalt anzunehmen. Die südliche Sonnenwende findet statt, wenn die Sonne an ihrem südlichsten Punkt am Himmel steht. Ihr solltet auch wissen, dass ein Jahr auf dem Mars fast doppelt so lang ist wie eines auf der Erde. Die Marsjahreszeiten dauern doppelt so lang wie die Erdjahreszeiten, da ein Jahr auf dem Mars 687 Tage lang ist. Diese geheimnisvolle Wolke taucht jeden Morgen während jeder Jahreszeit für etwa 3 Stunden auf, bevor sie wieder im reinen Nichts verschwindet.
Könnte es sein, dass unsere himmlischen Nachbarn einfach ein Abendessen im Vulkan kochen, während wir hier zuschauen? Im Gegensatz zu den Wolken, die wir auf der Erde haben, ist der Prozess der Wolkenbildung auf dem Mars extrem schnell und dauert nur 10 Stunden. Außerdem dehnt sie sich mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Stunde aus, was ungefähr der Geschwindigkeit eines Flugzeugs entspricht. Aber was unterscheidet diese Marswolke von denen auf der Erde? Der Unterschied besteht darin, dass die Wolken auf der Erde aus Wasserdampf entstehen, während sich generell Wolken auch aus anderen Elementen bilden können, wie zum Beispiel das Methan auf dem Saturn. Wasser bilden sich am Himmel der Erde, wenn sich Wasser auf Meereshöhe erhitzt und in die Atmosphäre verdampft. Diese Wolken brechen später auf, wenn der Luftdruck sinkt und Schnee, Graupel oder Hagel auf den Boden fallen. Der Prozess wiederholt sich dann. Auf dem Mars ist dies jedoch nicht der Fall, da die Atmosphäre zu kalt ist, um flüssiges Wasser aufzunehmen. Diese Wolke hingegen besteht aus gefrorenem Wasser. Diese Wolke wird leicht mit den Abgasen von Vulkanen verwechselt, obwohl das nicht der Fall ist, denn die Vulkane auf dem Mars sind seit Milliarden von Jahren inaktiv. Oder sind sie immer noch aktiv und bewegen sich durch den Kern des Mars? Die Wissenschaftler wissen es nicht genau. Diese rätselhafte Marswolke erscheint morgens am Fuß des Vulkans Arsia Mons und wandert am Westhang nach oben. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert die Feuchtigkeit im Wind auf den Staubpartikeln und es entsteht das, was auf der Erde als orographische Wolke bekannt ist. Aber wie entsteht eine orographische Wolke? Eine neue Studie wurde mit Daten vom Mars Express und der Visual Monitoring Camera, VMC, auch bekannt als Mars Webcam, durchgeführt. Weitere nützliche Informationen stammen von Weltraummissionen wie der NASA-Mission Mars Atmosphere and Volatile Evolution, der Viking 2 und der Mars Orbiter Mission, MOM, der indischen Weltraumforschungsorganisation. Laut dieser Studie können die Emissionen der Wolke bis zu 1800 Kilometer weit reichen. Die Studie zeigt auch, dass dies die größte orographische Wolke ist, die bisher auf dem Mars entdeckt wurde. Sie zeigt auch, dass natürliche Faktoren den Wind heftig nach oben treiben. Es gibt zahlreiche Beispiele für orographische Wolken auf der Erde, darunter die, die sich gelegentlich in Rio de Janeiro und auf dem Berg Damawand im Iran bilden. Beide entstehen auf die gleiche Weise. Eine große Menge feuchter Luft sammelt sich um einen großen Berg oder Vulkan und ein unter Druck stehender Luftstrom treibt die Wolke durch einen orographischen Auftrieb den Berg hinauf. Aber warum erscheint diese orographische Wolke nur auf dem Arsia Mons? Was macht den Arsia Mons so einzigartig? Könnte es sein, dass unsere himmlischen Freunde den Arsia Mons speziell für ihre mächtige Zeremonie zur Erweckung des Gottes des Krieges ausgewählt haben? Wahrscheinlich nicht, aber das ist eine Frage und ein Rätsel, das die Wissenschaftler derzeit zu lösen versuchen. Unsere Forschungen zeigen jedoch, dass Arsia Mons das einzige Gebiet ist, in dem sich eine Wolke in der Nähe des Mars-Äquators bildet. Normalerweise bilden sich viele zusätzliche Wolken um die Pole des Mars und nicht in seinen äquatorialen Gebieten. Diese Wolke tritt täglich auf, vor allem um die lokale Morgendämmerung des Mars. Sie beginnt mit ihrem Kopf knapp über dem Vulkan Arsia und beginnt sich dann allmählich zu verlängern und immer weiter auszudehnen. Sie beginnt bei etwa 15 Kilometern und wächst schnell auf 150 Kilometer Breite und etwas mehr als 1800 Kilometer Länge an. Wenn sie diese Strecke hinter sich gebracht hat, beginnt sie sich aufzulösen und die gesamte Wolke verschwindet innerhalb von etwa 10 Stunden. All das passiert kurz nach jedem Frühling auf dem Mars, besonders wenn sich Wasserwolken über dem 20 Kilometer hohen Vulkan bilden. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der Studie, da kein Satellit stationiert war, der den gesamten Wolkenbildungsprozess in der Region während der gesamten 10 Stunden aufgezeichnet hat. Es ist immer noch unklar, was auf diesem Vulkan passiert, wenn die Kameras in den Zeiten, in denen die Wolke verschwindet, nicht aufpassen. Ein Forscher hat jedoch einen genialen Plan entwickelt, um eine der technischen Kameras zu nutzen, die während einer der Mars-Express-Missionen auf dem Mars zurückgelassen wurden. Diese Kamera ist als VMC bekannt, was für Visual Monitoring Camera steht. Es ist eine alte Kamera, die benutzt wurde, um die erfolgreiche Trennung der Beagle Rover von Mars Express auf dem Weg zum Mars zu beobachten. Sie ist nichts weiter als eine Webcam mit geringer Auflösung und begrenzter Reichweite. Der Rover hingegen ging bei der Landung verloren, weil sich seine Solarpaneele nicht öffnen ließen und nicht funktionierten. Welche potenziellen Vorteile hat diese Wolke also für zukünftige Kolonisten? Wenn wir herausfinden, wie diese seltsame 2000 Kilometer lange Wolke auf dem Mars funktioniert, haben wir eine große Chance, sie hier auf der Erde zu reproduzieren. Wir können ihre Entstehung mit den klimatischen Bedingungen auf der Erde vergleichen, wenn wir sie nachbilden. Wir wollen verstehen, ob es auf dem Mars biologische Komponenten gibt, die den unseren ähnlich sind.
sind und was die Menschen auf lange Sicht auf dem Planeten einsetzen müssen, um ihn zu heilen oder bewohnbar zu machen. Agustin Sanchez La Vega, Professor für angewandte Physik und Astronom an der Universität des Baskenlandes, sagte: Das Verständnis dieser Wolke gibt uns die aufregende Möglichkeit, zu versuchen, die Entstehung der Wolke mit Modellen zu reproduzieren. Modelle, die unser Wissen über die Klimasysteme auf dem Mars und der Erde verbessern werden. Wir können auch vorhersagen, wann und wo die Wolke auftauchen wird. So können wir genauer bestimmen, wo wir stärkere Kameras platzieren müssen, um die kritischen Regionen zu nahezu perfekten Zeitpunkten zu umkreisen und die benötigten Daten zu sammeln. So erhalten wir einen besseren Blick und genauere Daten, mit denen wir arbeiten und die wir auswerten können. Es ist auch erwähnenswert, dass die Erde nicht der einzige Planet ist, auf dem sich Wolken bilden. Mit Ausnahme von Merkur, dem kleinsten Planeten im Sonnensystem, haben alle anderen Planeten Wolken. Der Grund dafür, dass es auf Merkur keine Wolken gibt, ist einfach. Es gibt keine Atmosphäre, in der sich Wolken bilden können. Die Erforschung der seltsamen 2000 Kilometer langen Wolke, die auf dem Mars entsteht und jeden Tag verdunstet, hat die Menschheit einer weiterentwickelten Zukunft näher gebracht. Da es sich bei diesen Wolken nicht um Vulkanfahnen, sondern um feuchte Luft handelt, muss der Mars irgendwo in seinem Kern Wasser gespeichert haben, das angezapft werden kann. Wenn dieses Wasser jemals auf die Marsoberfläche gelangt, können darauf Pflanzen wachsen, die den Sauerstoffgehalt auf dem Planeten erhöhen und eine neue Ära der menschlichen Evolution einläuten. Werden Menschen jemals den Mars besiedeln? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare.